Menschen und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Heute darf ich verkünden, wir haben wieder einige neue Zugänge. Die werde ich jetzt euch nach und nach kurz vorstellen. Wir fangen an mit dem Uli. Ja, Uli, grüße dich. Herzlich willkommen. Hallo. Servus. Kannst du dich kurz vorstellen, weil viele bei uns kennen dich ja jetzt noch nicht, weil du kommst ja aus einem anderen Bereich. Aalen hast du ja vorher gespielt, unter anderem auch Schwab München. Mhm. Stell dich einfach mal vor, wer du bist und wo du spielst. Also ich bin der Efrat Ulrich in Golkoi. Ich bin 20 Jahre alt. Vorherige Stationen waren unter anderem VfR Aalen und TSV Schwab München. Und ich spiele eigentlich im Mittelfeld. Also linkes, rechtes Mittelfeld. Oder also Flügelflitzer quasi. Flügel, genau. Okay. Oder auch Nebenpositionen sind dann links und rechts hinten. Okay, das ist ja schon mal, also bist variabel im Mittelfeld einsetzbar. Genau. Ist ja schon mal schön. Mhm. Jetzt momentan ist es natürlich so, du kommst zu einem Zeitpunkt, der VfR spielt in der Relegation momentan um die Regionalliga. Ich meine, es ist klar, dass du auch Regionalliga gerne spielen willst. Mhm. Meine Frage ist, wenn wir in der Regionalliga bleiben, wo ist dein Ziel? Und falls wir absteigen, wo ist da dein Ziel? Also falls wir dann in der Regionalliga spielen sollten, dann will ich so viel wie möglich spielen. Als junger Spieler, das ist auch, denke ich mal, wichtig, dass man regelmäßig spielt. Ja klar, Erfahrung sammelt natürlich. Genau. Und falls wir absteigen und in der Bayernliga spielen, dann wäre schon das Ziel, dass man dann in der nächsten Saison gleich in die Regionalliga wieder aufsteigen. Ja. Das sind gute Ziele, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast. Wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt ganz gerne den Alex begrüßen, auch ein neuer Zugang für die nächste Saison. Hallo Alex, servus, grüße dich. Alex, erzähle kurz auch von dir, wer bist du kurz, wo vorher gespielt, beziehungsweise welche Position kannst du spielen? Ja, also ich bin der Alex Ruhig, bin 18 Jahre alt, 96er Jahrgang, eher das Küken hier im Team, wie ich genannt wurde. Und ja, also meine vorherigen Stationen waren Unterhaching und jetzt meine letzte Deisenhofen für die erste Mannschaft. Und ja, also positionsbezogen sehe ich mich also eher offensiv, also links, rechts, Mittelfeld und auf den Zehnern Position. Ah, das heißt, du willst unseren Kapitän von ihm einiges lernen und ihn vielleicht mal irgendwann ersetzen. Das ist ja auch mal interessant. Du, selbe Frage auch an dich. Momentan das Thema bei uns ganz groß geschrieben, Relegation. Wir wollen natürlich in der Regionalliga wieder spielen, ich schätze mal du auch, aber auch für dich. Wo sind die Ziele, wenn wir drin bleiben und falls wir absteigen, wo siehst du dich bzw. den VfR? Wenn wir die Liga halten sollten, will ich versuchen, so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. Also und mich halt sehr gut entwickeln wollen, also natürlich. Und in der Bayernliga sehe ich mich halt natürlich, also die Mannschaft als Aufsteiger. Das ist schon mal sehr schön, das freut mich sehr. Ich bedanke mich, ich begrüße gleich den Nächsten. Ja, jetzt darf ich recht herzlich den Mario bei uns begrüßen. Hallo Mario. Hallo, grüß dich. Mario, sag doch mal kurz ein bisschen was zu dir. Wo hast du vorher gespielt? Welche Position, damit unsere Zuschauer auch ein bisschen was von dir kennenlernen schon mal? Ja, hallo, ich bin der Mario Staudigl, bin 24 Jahre alt. Ich komme vom Sportbund Rosenheim zu Garching. Habe die Jahre davor immer in der Regionalliga eingespielt und bin groß geworden in Ingolstadt in der Jugend und in Haching. Ja, und dann über die Station in Buchbach und Rosenheim zum Sportbund gewechselt und ja, habe mich heuer entschlossen, dass ich mich euch anschließe und freue mich jetzt wahnsinnig auf die Aufgabe. Und was hast du bisher in deiner Laufbahn eher so gespielt? Mittelfeld, Abwehr, Sturm? Ja, ich bin eigentlich ein Offensivspieler, bin auf der Außenbahn einsetzbar oder im Zentrum hinter den Spitzen oder auch ganz vorne der Spitze, bin da relativ variabel, wobei ich die letzten Jahre nicht mehr auf der Außenbahn gespielt habe. Ich habe natürlich ein bisschen nachgeschaut schon mal, als ich gehört habe, dass du kommst. Habe auch gelesen, dass du in der letzten Saison an vielen Torbären beteiligt warst, wenn schon hast du sie selber erzielt oder dementsprechend vorgelegt. Wo sind deine Stärken eher, beim Erzielen oder beim Vorlegen? Ja, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich habe letztes Jahr einfach ein gutes Jahr gehabt. Ich denke, ich bin auf alle Fälle torgefährlich, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich in einer Saison 20 Assists habe. Ja, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Du, jetzt momentan kommst du ja zu einem Zeitpunkt, beziehungsweise jetzt, wo wir das Interview machen, momentan ist ein Riesenthema beim VfR Relegation natürlich. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht es für uns hin? Regionalliga wieder oder Bayernliga? Meine Frage an dich ist, wenn wir Regionalliga spielen, was ist das Ziel für den VfR? Oder was ist natürlich in der Bayernliga für dich, beziehungsweise für die Mannschaft drin?
Also ich habe das ganze Jahr den Garching beobachtet und habe eigentlich gesehen, dass sie überwiegend auch in der Regionalliga ganz gute Leistungen erzielt haben. Und ich denke, dass auf alle Fälle der Klassenerhalt machbar ist und ich drücke ihnen da ganz fest die Daumen. Wenn wir, wovon ich ausgehe, in der Regionalliga spielen, dann denke ich auf alle Fälle, dass das große Ziel der Klassenerhalt für nächstes Jahr sein wird. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn wir überraschenderweise oben dann mitspielen. Und falls wir doch absteigen und in der Bayernliga spielen, wo siehst du da die Mannschaft? Ja, dann ich habe jetzt einiges an Erfahrung gesammelt in der Bayernliga und ich denke, dass man mit der Klasse auf alle Fälle den direkten Aufstieg wieder angreifen kann. Das sind natürlich schöne Ziele. Danke, dass du kurz Zeit hattest. Jetzt würde ich ganz gern, danke, dass du dir Zeit genommen hast für die netten Worte. Und klar wollen wir natürlich, falls wir Bayernliga spielen, natürlich um den Aufstieg spielen. Jetzt würde ich ganz gern noch den Patrick begrüßen. Alles klar, vielen Dank. Ciao. Danke, ciao. Hallo. Ja, hallo Patrick, grüße dich. Patrick, kannst du kurz ein bisschen von dir erzählen, wer du überhaupt bist, wo du herkommst, was so deine Positionen bisher sind oder was deine Lieblingsposition ist? Ja, also ich bin der Patrick Seufert, bin 18 Jahre alt und habe jetzt seit 7 Jahren bei 68 in der Jugend gespielt. Obwohl ich noch A-Jugend spielen könnte, will ich aber trotzdem jetzt den Schritt in den Herrenbereich wagen. Und ich denke, hier bei Garching ist es optimal. Meine Position ist Torwart. Ah, Torwart. Ja, ich glaube, da hast du mit Daniel Maus natürlich einen und mit Daniel Weber, die beide schon viel Erfahrung haben, gerade Daniel Weber natürlich, die dir auch viel beibringen können. Und da haben wir natürlich nochmal einen guten Rückhalt. Jetzt natürlich auch meine Frage, wir sind momentan in der Relegation. Wir wissen noch nicht genau, wo wir nächste Saison spielen. Klar haben wir für den Verein ein klares Ziel, wir wollen natürlich Regionalliga spielen. Was sind deine Ziele, wenn wir Regionalliga spielen oder wenn wir doch absteigen müssen in der Bayernliga? Ja, ich denke, gerade jetzt in der Saison hat man gesehen in der Regionalliga, dass die Spiele immer eng waren und dass man jetzt halt nicht jedes Spiel wirklich untergegangen ist, sondern dass es immer eng war und oft auch unglücklich war. Und deswegen glaube ich, kann die Mannschaft auch eine ordentliche Rolle in der Regionalliga spielen. Und das heißt, du rechnest fest mit der Regionalliga? Auf jeden Fall. Okay. Und sollte jetzt wirklich der Fall eintreten, dass man in die Bayernliga absteigen sollte, dann muss das Ziel wieder Aufstieg sein. Wunderbar. Und das ist auch leicht machbar. Das hört sich super an. Das werden wir Daniel mitgeben, dass er dann auch gleich das Ziel kennt für die Bayernliga, falls der Fall eintritt. Dann danke ich auch dir, dass du kurz Zeit hattest und den Fans ein bisschen was erzählt hast über dich. Vielen Dank. Gerne. Ja, 4 Neulinge haben wir. Jetzt haben sie sich mal kurz vorgestellt. Ihr werdet natürlich zum Saisonstart noch einiges von ihnen erfahren. Da gibt es natürlich wieder das große Video vor der Saison. Lasst euch überraschen. Bis dahin, danke und drückt die Daumen für die Relegation. Auf Wiedersehen.